Die Geschichte heißt Verliebt sein und ja. Der Sommer ist da und ich bin nach langer Zeit mal wieder verliebt. Endlich wieder ein geregeltes Liebesleben. In der letzten Zeit war das Theaterspiel und der Drehen dermaßen anstrengend, dass an Sex nicht zu denken war. Habe mich sogar in der letzten Zeit mehrmals dabei erwischt, wie ich mir beim Onanieren selbst einen Orgasmus vorgespielt habe. Aber nun ist sie in mein Leben getreten. Sie ist jung und hübsch. Naja, sagen wir mal, sie ist jung. Sie heißt Shakira und kommt aus Hohenschönhausen. Und ist selbstständig in der Gastronomie tätig. Also auf den Punkt gebracht, sie hat eine fahrbare Imbissbude. Und das Schöne am Verliebtsein ist ja, wenn man nachts nach Hause kommt, wird man liebevoll erwartet. Nicht selten wird man beim Betreten des Wohnzimmers mit liebevollen Sätzen begrüßt, wie zum Beispiel: Zieh die Botten aus, du Potzo! Ich liebe dich doch auch, Shakira. Sag mal, hast du einen neuen Nagellack? Nee, das ist Bratfett. Man freut sich auch, den Frauen wichtige Fragen zu beantworten, wie zum Beispiel: Findest du mich schön? Oder findest du, dass ich einen zu dicken Po habe? Einen dicken Po? Aber Schatz, nein! Du hast einen fetten Arsch! Schön war auch, als ich erfuhr, dass er ein Kind hat. Zünni. Ja, Zünni mit Ü. Zünni Wagner. Ein kleines, altkluges, verzogenes, dickes Kind. Sie trug immer ein von Mutter selbst gemachtes Kleid in rosa Tüll mit Puffärmeln. Und stets einer rosa Schleife im Haar, die ihren roten, dicken Backen noch mehr unnütz zur Geltung brachten. Einmal kam sie an, plüsterte sich vor mich auf und teilte mir mit ihrer quäkenden Stimme Folgendes mit: Meine Mutter hat gesagt, ich bin heute das Prinzesschen. Ich nahm sie beiseite, legte ihr meine Hand auf ihre Schulter und sagte zu ihr: So, und nun pass mal genau auf, was ich dir jetzt sage, meine kleine Zünni-Wagner. Weißt du, was du bist? Du bist ein kleines Knödelchen. Eine kleine Quetschwurst. Prinzesschen, pah! Lass mal die Kirche im Dorf, mein lieber Fräulein. Du bist allerhöchstens eine Pummelfee. Guck dich doch mal im Spiegel an, das sieht doch alles aus wie schlimme Augenwurst. Ja, ich dachte halt, man darf Kinder nicht belügen. Die Erziehung von Zünni hat dann aber Shakira überlassen. Die hat da mehr ein Händchen für Kinderpädagogische. Wenn sie zum Beispiel ungebremst auf die befahrene Straße rannte. Komm von den Damm runter, du Vogel! Höre auf! Komm her, mein lieber Fräulein! Ich spreche dir die Arme! So, nun ist es so. Jetzt kam Shakira letztens wieder an und sagt, sie ist wieder schwanger. Soll ein Mädchen werden. Und sie hat doch schon einen Namen. Samantha.